Wir kommen nun zum angekündigten ausführlichen Bericht zur Landtagswahl 2018. Alle waren Sieger, ob die ÖVP mit dem Erreichen der absoluten Mehrheit, die SPÖ mit dem Wiedergewinn von Stimmen und einer soliden Basis, die FPÖ mit der Verdopplung der Wählerstimmen trotz Problemen im Vorfeld, die Grünen, die sich trotz Stimmenverlust als Sieger fühlen, oder aber auch die Neos mit ihrem Einzug in den Landtag bei ihrem erstmaligen Antreten. Unser Team war für Sie vor Ort dabei. Großer Jubel bei der ÖVP Niederösterreich nach der Verkündung der ersten Hochrechnung der Landtagswahl vom vergangenen Sonntag. Konnte man doch die Mandatsmehrheit im Landtag behalten, obwohl man knapp unter 50% der Wählerstimmen blieb. Dies bedeutet zwar ein knappes Minus zum Ergebnis aus dem Jahr 2013, aber Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist dennoch zufrieden. Ja, ich bin unglaublich dankbar für diesen Vertrauensvorschuss der niederösterreichischen Landsleute und vor allem für diese klare Bestätigung unseres Weges des Miteinanders. Ich möchte von Herzen Hanni Mikl-Leitner zu diesem beeindruckenden Wahlergebnis gratulieren. Es ist unglaublich, was ihr hier gelungen ist. Ich gratuliere von Herzen und wünsche ihr für die Arbeit als Landeshauptfrau weiterhin alles, alles Gute. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass der heutige Abend so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, denn das ist rundum eine Bestätigung der Arbeit in der Vergangenheit, in der Regierung von mir. Das ist eine Bestätigung in der Arbeit der Gesamtpartei und das ist auch eine Bestätigung von den niederösterreichischen Landsleuten für den Weg, den wir in der Vergangenheit gegangen sind. Und der heutige Abend hat einfach gebracht, dass die Landsleute den Weg aus der Vergangenheit in die Zukunft so fortsetzen wollen. Die Landeshauptfrau gesagt, eine absolute wird nicht machbar sein. Sie war machbar. Ja. War das Zweckpessimismus? Nein, überhaupt nicht. Ein Blick über die Grenzen Österreichs zeigt, absolute Mehrheiten sind in Wahrheit unter normalen Umständen nicht erreichbar. Das bedarf schon hervorragender Persönlichkeiten, einer guten Politik und einer hervorragenden Organisation. Und all das hat die Volkspartei Niederösterreich. Herr Landesrat, ein Lächeln auf Ihrem Gesicht? Ein Lächeln, weil es ein überwältigender Wahlerfolg war, den wir in dieser Dimension gar nicht erwartet hätten, obwohl die Zustimmung in der Wahlbewegung eine erkennbare war und wir wirklich in allen Landesteilen, wo ich unterwegs war, bemerkt haben, dass die Bevölkerung den Kurs des Miteinanders mitträgt und dass vor allem auch die vielen Aktivitäten, die wir in den Projekten in den letzten Jahren verwirklicht haben und auch das Zukunftsprogramm eine große Mehrheit findet. Die Kraft liegt in der Familie, Sie haben viele Termine absolviert. Ja, meine Familie ist Kraftquelle, die haben mich hier unglaublich unterstützt in den letzten Wochen und natürlich auch die vielen Funktionärinnen und Funktionäre und vor allem auch die vielen Unterstützer und vor allem, wenn man viel im Wahlkampf unterwegs ist, wenn man die Menschen mag, dann bekommt man auch sehr viel zurück und da habe ich einfach gespürt, dass es da sehr viel an Vertrauen gibt. Die SPÖ konnte leicht zulegen und behielt mit knapp 24% den zweiten Platz. Spitzenkandidat Franz Schnabel ist mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Jedes Plus macht mich stolz und dankbar, weil viele Menschen für dieses Plus gelaufen sind, weil wir viel Hirnschmalz verwendet haben, auch inhaltlich gute Angebote zu machen. Und ich bin froh, dass es uns gelungen ist, zumindest die absolute Stimmenmehrheit der ÖVP in diesem Land zu brechen. So viel steht ja jetzt schon fest. Das Ergebnis aus Ihrer Sicht? Lachendes und weinendes Auge, sofern es noch doch zu einem lachenden Auge wird, denn dass die ÖVP die absolute hält, mit dem hätten wir nicht gerechnet. Das wäre auch für uns und für das Land besser gewesen, weil sie anders mit uns hätten reden müssen. Aber wir haben unser Ziel im Wesentlichen erreicht, wir sind stärker geworden, wir haben einen Zugewinn und wir haben die SPÖ damit stabilisiert und nun beginnt eigentlich die wirkliche Arbeit. Ja, ich habe eine große Freude einerseits, weil wir endlich ein Plus wieder verzeichnen konnten, nachdem wir wirklich schon jahrelang lechzten. Der Wermutstropfen ist zweifellos, dass die absolute geblieben ist, aber der Wähler hat gesprochen und das ist zur Kenntnis zu nehmen. Ohne Arbeiterkammer gäbe es auch nicht gerade diese Unterstützung, die der Spitzenkandidat der SPÖ
Mitte Österreich braucht. Oder der sozialdemokratischen Fraktion. Es sind ein Teil natürlich der sozialdemokratischen Fraktion, die natürlich immer Interesse hat, dass sich das Land auch im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch bewegt. Und es ist wirklich ein sehr toller Abend, wenn die SPÖ jetzt einmal ein Plus auch vorne hat beim Ergebnis und so wie es jetzt ist, ein Mandat im Landtag dazu gewinnt. Ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung und natürlich wird man jetzt sehen, wie der Wahlabend sich noch dementsprechend ergibt. Aber was ganz wichtig ist, dass jetzt das Miteinander, was einige geschrieben haben, jetzt doch tatsächlich umgesetzt wird. Weil es ist immer die Frage, immer vor der Wahl, sollte eigentlich nach der Wahl sein und es geht letztendlich um Niederösterreich, aber jetzt mit einer gestärkten SPÖ und das freut mich auch persönlich sehr. Das ist eine Stärkung der Sozialdemokratie in Niederösterreich, ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Auftrag. Ich möchte mich da bei allen Wählerinnen und Wählern, bei allen Funktionärinnen und Funktionären, die letzten Wochen wirklich gelaufen sind, bedanken. Die Kampagne hat letztlich das Ziel erreicht, dass wir den Franz Schnabl in der Kürze der Zeit durch die vorgelegte Landtagswahl wirklich bekannt gemacht haben im Land. Wir haben eine positive Kampagne geführt. Wir haben auch den Wählerinnen und Wählern gesagt, wir wollen ihnen zeigen, dass wir Freude und Spaß an der Politik haben, weil wir einfach Freude haben, den Menschen helfen zu wollen mit unserer Politik. Wir schauen jetzt einmal auf die nächsten Wochen und ich bin sicher, die Frau Landeshauptfrau wird sich beim Franz Schnabl auch melden und dann wird es Gespräche geben. Wir freuen uns auf die künftige Arbeit, auch gestärkt in Niederösterreich weiterzumachen. Wie werden Sie die nächsten 5 Jahre voraussichtlich als Landeshauptmann Stellvertreter anlegen? Und die sozialdemokratische Politik an sich mit dem Fokus auf Gesundheit, mit dem Fokus auf Kinderbetreuung, mit dem Fokus auf Arbeit, mit dem Fokus auf leistbaren Wohnen, die ist gestärkt worden. Und wir werden versuchen, so viel wie möglich unsere Handschrift in diesem Land auch sichtbar zu machen. Die FPÖ konnte erwartungsgemäß ordentlich zulegen und kommt auf knapp 15% der Wählerstimmen. Spitzenkandidat Udo Landbauer sieht sich als den großen Gewinner dieser Wahl. Das ist die einzige bereits im Landtag vertretene Partei, die Mandaten zulegen konnte und das gleich mit 4 Stück. Also das ist auf alle Fälle ein Erfolg. Dass im Leben immer mehr möglich wäre, ist klar und dass man auch als ambitionierter Mensch und Politiker immer noch mehr strebt, was solche Wahlerfolge betrifft, ist auch klar. Wir sind sehr froh darüber und sehr glücklich und das füllt mich mit Stolz, dass wir diese Ernte heimgebracht haben. Es war nämlich die letzte Woche nicht einfach. Eine Medienkampagne, alle gegen uns. Wir haben es trotzdem geschafft, unsere Funktionäre haben durchgehalten und vor allem die Wähler haben uns vertraut und das war wichtig. Das war das Entscheidende. Das heißt, ein schöner, glücklicher Tag und ja, man kann froh sein. Ein großartiges Wahlergebnis. Ich gebe zu bedenken, wir hatten beim letzten Mal 8,2%, jetzt 15%. Wir haben unsere Mandatsanzahl im Landtag verdoppelt. Wir sind auch im Bereich des historisch besten Ergebnisses. Ein Freudentag für die FPÖ Niederösterreich, die ja ich mit dem Walter Rosenkranz, Gottfried Waldhäusl, jetzt sehr breit aufgestellt seit dem Jahr 2013 auch entsprechend aufgebaut haben. Wir haben nahezu das historisch beste Ergebnis erreicht. Wir haben unsere Mandatszahl verdoppelt und ich sage mal, insbesondere hier an Betracht der Medienkampagne der letzten Tage, glaube ich, können wir eigentlich zufrieden sein. Natürlich hätten wir gerne mehr Prozente gehabt. Wir haben uns hohe Ziele gesteckt, das muss man auch. Wir haben ein Ziel, nämlich dieses historisch beste Ergebnis aus dem Jahr 1998 zu erzielen, knapp nicht erreicht. Aber in dem überwiegt eigentlich meine Freude darüber, dass wir von 4 auf 8 Mandate aufstocken konnten. Das ist der stärkste Zuwachs unter allen Parteien. Mit dem kann man was anfangen. Wir haben einen Sitz in der Landesregierung, wir haben einen Bundesrat dazu. Es ist ein wirklich schönes Ergebnis. Wir haben einen fehlerfreien, positiven Wahlkampf gemacht in der Kürze. Und dass dann zum Schluss kurz vor der Ernte da ein bisschen ein Gewitter hineingefahren ist, das kann man nicht vorhersehen, zumal unser Kandidat eigentlich untadelig war und ist. Es ist interessant, als junger Mensch haben Sie in so turbulenten Zeiten und wo es auch um Ihre Person geht, die Ruhe. Woher nehmen Sie die Ruhe? Das ist halt eine Eigenschaft, die ich habe. Woher ich sie habe, kann ich nicht sagen. Für mich ist aber wesentlich, dass es hier um Inhalte geht, um die Landespolitik, wo ich angetreten bin. Und wenn dann von politischen Mitbewerbern und so manchen Medien eine Schlammschlacht geführt wird, dann muss ich da ruhig darauf reagieren und darf nicht zu gestresst. Die Grünen konnten die Stimmenverluste im Vergleich zur Nationalratswahl in Grenzen halten und blieben mit über 6% klar im Landtag vertreten. Es ist für uns ein fulminantes Ergebnis, dass die Grünen weiterhin im Landtag vertreten sind und eine kräftige Kontroll- und Umweltstimme für dieses Land sind. Dafür herzlichen Dank. Vorher hat es geheißen, Sie werden vielleicht nicht in den Landtag einziehen können. Freude, dass Sie wieder in den Landtag einziehen? Ja, das war das erklärte Ziel und ich habe immer gesagt, jede Stimme mehr, die uns vertraut,
Dafür bedanken wir uns und jetzt schauen wir noch, wie dann das Endergebnis ist. Sie sehen sich als Kontrollpartei, wird das auch nach der Wahl Gültigkeit haben? Ja, umso mehr. Wenn eine ÖVP weiterhin mit absoluter Mehrheit regiert, braucht es eine starke Kontrollpartei und das werden die Grünen weiterhin sein, wie wir es bisher auch schon waren. Neos, dieses Jahr zum ersten Mal zur Landtagswahl in Niederösterreich angetreten, schaffen mit über 5% auf Anhieb den Sprung in den Landtag. Ja, wir können sehr zufrieden sein, sehr. Es hat sich gelohnt, dass viele laufen, unsere ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, der vielen mutigen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die uns ja schon seit Beginn jetzt unterstützt haben mit Unterstützungserklärungen. Ja, das ist ein schönes Ergebnis für uns. Ich glaube, es ist ein großartiges Ergebnis, wenn man beim ersten Antritt bei der niederösterreichischen Landtagswahl es auch schafft, in den Landtag einzuziehen, ist das etwas, worauf man sehr stolz sein kann. Wie sehen Sie unter Umständen einen Sitz in der Landesregierung, nicht im Landtag? Ja, für uns kommt das nicht in Frage, weil aufgrund des Proporzsystems es so ist, dass nur SPÖ, ÖVP und FPÖ in der Landesregierung sind. Und ich glaube, wir sollten eher darüber diskutieren, ob dieses Proporzsystem noch zeitgemäß ist, dass man automatisch in einer Regierung ist, weil ich glaube, dass das nichts Positives an und für sich fürs Land bringt. Was werden die Neos in den nächsten 5 Jahren am Programm anlegen? Ich glaube, die wesentlichen Punkte sind auch die, die wir im Wahlkampf schon angesprochen haben. Das heißt, da geht es um mehr Kontrolle in Niederösterreich, dass so unsägliche Dinge wie die Erwin Bröll Privatstiftung nicht mehr passieren kann. Dazu braucht es starke Neos im Landtag und die sind jetzt auch da. Und andererseits geht es darum, dass wir als Reformturbo auch einfach konkrete Projekte vorantreiben. Beispielsweise den Schuldenberg, der in Niederösterreich der höchste Berg ist. Wir haben nach Kärnten als Bundesland die zweithöchsten Schulden und das ist etwas, was ich unseren Kindern und Enkelkindern eigentlich nicht zumuten will. Und ich glaube, dass wir möglichst rasch auch aufhören sollten, mehr Schulden zu machen und die Schulden auch abzubauen. Es hat fast den Anschein, als ob es bei dieser Landtagswahl 2018 nur Gewinner gäbe. Es haben alle gewonnen. Ja. Das Liederbüchel dürfte einem nicht so geschaut haben, eher was braucht, nicht mit diesen Texten aus der Hitlerparade. Also ein bisschen anders. Ja, grün, eine Konkursmasse im Bund, hoffentlich der Zatz des Finanziellen. Der Vorarlberger war keine Gefahr für Niederösterreich, weil es wieder kein Wiener im Bregenz Bürgermeister. Aber so gesehen muss ich sagen, Hani, Mikl, Eitner, atemlos durch das Land, ja, lieber gemeinsam statt einsam.